Mario und Peach werden Eltern und bekommen ein Baby. Es werden einige Wochen vergehen, bis wir einen Babybauch sehen werden. Doch mit welchen Schwierigkeiten werden Mario und Peach während der Schwangerschaft zu kämpfen haben? Luigi! Luigi! Es gibt großartige Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schwanger und ich werde Papa. Was? Mario, das ist ja großartig. Ich freue mich so für euch. Und das bedeutet auch, dass du Onkel wirst. Ja! Moment, muss ich dann die Windeln wechseln? Nein, vielleicht ein, zweimal. Aber noch müssen wir warten, bis das Baby da ist. Kommt das Baby etwa per Post? So ein Quatsch, Luigi. Das Baby bringt der Storch. Das weiß doch jedes Kind. Jungs, kommt mal bitte her. Ich glaube, ich sollte euch erklären, wie Babys auf die Welt kommen. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Erzähl uns alles zur Schwangerschaft, Peach. Ganz am Anfang ist das Baby noch ein Embryo. Und dieses wächst in der Gebärmutter auf. Das ist so eine Art Höhle, damit das Baby Platz zum Wachsen hat. Nach einem Monat ist das Baby etwas so groß wie ein Mini-Gumba. Und da seht ihr auch schon, wie der Bauch wächst. Nach knapp 2 Monaten ist das Baby von Fruchtwasser umgeben. Das schützt es vor Stößen. Sind 3 Monate vergangen, spürt man, wie das Baby die ersten Purzelbäumchen macht. Im 4. Monat spüre ich als Mama, wie sich das Kind in meinem Bauch bewegt. Im 5. Monat der Schwangerschaft hört das Baby, wenn jemand spricht. Hä? Nach 6 Monaten könnte das Baby theoretisch schon überleben, wenn es auf die Welt kommen würde. Nach 7 Monaten rollt es sich zusammen, wenn jemand schimpft. Luigi, du musst doch die Windeln wechseln, wenn das Kind da ist. Ja, aber ich bin doch nicht der Papa des Kindes. Das musst du machen. Nein, du. Nein, du. Oh, Entschuldigung. Im 8. Monat der Schwangerschaft tritt das Baby mit den Füßen, als würde es Fußball spielen. Und im 9. Monat, tja, was soll ich sagen? Mario, unser Baby steht kurz vor der Geburt. Wow, wie schnell 9 Monate vergehen können. Ich hoffe, ihr habt schon alles erledigt, wie zum Beispiel die Kita-Anmeldung und... Wow, stimmt! Das Zimmer für das Baby ist noch gar nicht fertig. Und wir müssen noch tatsächlich die Kita-Anmeldung vornehmen. Das Baby könnte jederzeit auf die Welt kommen und bisher stehen im Zimmer nur Farbeimer herum. Oh Mario, ich würde dir so gerne helfen, aber ich bin hochschwanger. Das geht nicht mehr. Das verstehe ich, Peach. Ist doch nicht schlimm. Luigi, könntest du mit Peach zur Kita und die Anmeldung vornehmen? In der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Zimmer. Aber klar doch, mein Bruder. Immerhin werde ich bald Onkel. Super, dann sehen wir uns später im Haus. Bis nachher. Bis später, Mario. Okay, Prinzessin, lass uns gehen. In Ordnung, Luigi. Als erstes sollte ich mir im Laden ein paar Sachen kaufen. Alles, was man eben für so ein Babyzimmer so benötigt. Ein paar Sachen besitzen wir ja schon. Hallo und schönen guten Tag. Hallo, willkommen. Willkommen. Was habt ihr denn so Schönes? Einen Staubsauger? Naja, das passt nicht so rein. Ein Einkaufswagen? Nee, auch nicht. Und hier? Ein Tisch. Naja, habt ihr nichts anderes da? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, dann vielleicht hier drüben. Könnt ihr bitte aufhören, mir ständig hinterherzulaufen? Ja, aber wir wollen helfen. Helfen wollen wir. Was darf's denn sein? Gar nichts erstmal. Ich will mich erstmal umsehen. Okay, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf uns. Ja, ruf uns. Ja, mache ich. Keine Sorge. Ich brauche auf jeden Fall noch Teppiche und Tapete. Vor allem eine Tapete. Ja, wir haben da ganz tolle für Sie. Ganz tolle. Ja, ja. Schauen Sie mal rein. Okay, eine, wow, Gammeltapete, Rotziegeltapete, Abstrakttapete und Rotfiligrantapete. Oh, alles nicht so passend. Dann, ich nehme die Gammeltapete, die ist am günstigsten. Ich muss ja Geld sparen. Schon teuer so ein Baby, generell ein Kind aufzuziehen. Und vielleicht ist der Staubsauger doch nicht so schlecht, wenn das Baby mal schreit. Dann schalte ich den Staubsauger ein und dann ist Ruhe. Ja, perfekt. Dankeschön für den Einkauf. Ja, dankeschön. Okay, was könnte ich noch kaufen? Ich weiß es nicht. Oh
Mann, langsam nervt das aber, dass ihr mir ständig hinterherlaufen müsst. Wisst ihr das? Ja, aber wir wollen doch helfen. Ja, wir wollen helfen. Ja, okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich verlasse erstmal den Supermarkt. Tschüss. Ich werde sowieso genug Sachen haben, um das Kinderzimmer einzurichten. Also, ab geht's durch die Röhre, um dann direkt bei unserem Haus herauszukommen. So, ich freue mich schon auf die Gestaltung des Zimmers. Ja, dann mal los. Luigi, schau dir das mal an. Das scheint eine wundervolle Kita zu sein. Da hast du aber recht. Die Kinder spielen hier alle und scheinen sehr fröhlich zu sein. Allein die Toads sehen glücklich aus. Schau mal, was sie für einen tollen Turm aus Bauklötzen gebaut haben. Oh. Hier wird sich euer Baby wohlfühlen. Ui, ui, ui. Das ist einfach wunderbar, Luigi. Das denke ich auch. Ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr euer Kind hier in der Kita anmeldet. Ich hoffe, das klappt. Jetzt sind wir dran. Jetzt machen wir alles kaputt hier. Wow, Hilfe! Ah, nein, nicht schon wieder, die bösen Buben. Hey, was macht ihr da? Was soll der Quatsch? Ja, lasst uns alle Bauklötzchen kaputt machen. Alle Türme müssen kaputt gehen. Ja, genau. Hey, jetzt hört endlich auf damit. Das ist nicht schön, was ihr da macht. Kaputt machen macht Spaß. Aufhören, habe ich gesagt. Wir haben alles kaputt gemacht. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Oh, sieh mal an. Hoher Besuch im Schergenkindergarten. Was? Das ist deine Kita, Bowser? Du bist ein super schlechtes Vorbild für die Kleinen. Hör auf damit. Du hast mir gar nichts zu befehlen, Luigi. Oh, sieh mal an. Prinzessin Peach ist also schwanger. Vielleicht sollte euer Baby auch hier im Scherenkindergarten anfangen. Niemals wird unser Kind in deine Kita gehen. Oh nein, Mario, wir brauchen dich. Juhu, jetzt geht das Einrichten erst so richtig los. Yay, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Okay, fangen wir erst einmal mit der Tapete an. Die setzen wir hier drauf. Sieht schon extrem gammelig aus. Das passt mir gar nicht rein. Vielleicht sollten wir ein bisschen Farbe nehmen und die über die Gammeltapete streichen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, schon viel besser. Als nächstes kommt der Boden dran. Und zack. Ah, sehr schön. Und jetzt geht's auch schon ans Einrichten. Hier kommt das Babybett. Ein Kuschelbär. Eine Rutsche. Ein paar Spielzeuge. Eine Kommode. Ein Superpilz darf natürlich nicht fehlen. Und eine Zielflagge. Sehr schön. Wir haben's geschafft. Juhu! Das Kinderzimmer ist fertig. Moment, da fehlt doch noch was. Haha. Ah, sehr schön. Ein wunderbarer Staubsauger. Aber, wo bleiben denn eigentlich Luigi und Prinzessin Peach? Wir müssen schon längst hier sein. Ich gehe lieber mal nachsehen. Hör zu, Bowser. Das Baby von Mario und Peach wird hier nicht in deine Kita gehen. Ich entscheide immer noch, ob es zu mir kommt oder nicht, weil ist einfach so. Und jetzt mach dich bereit, ich schnapp mir die Prinzessin. Niemals, ich werde Prinzessin Peach beschützen. Ach ja, ist das so? Dann zeig doch mal, was du drauf hast, Luigi. Na, angetäuscht, was? Siehst du, ich bin stark, Prinzessin Peach. Ich habe nur ein bisschen mit dir gespielt. Ja, haha. Dich mache ich platt. Wow. Oh nein, Luigi. Alles gut, Prinzessin. Aber es hat schon ein bisschen wehgetan. Nachdem der Grünkopf dich wohl nicht beschützen konnte, ist es Zeit, dich zu entführen, Peach. Na dann komm mal her. Nicht so schnell. Puh, das nenne ich Rettung in letzter Sekunde. Mario, da bist du ja. Peach, geht es dir gut? Ja, alles bestens. Luigi, komm, ich helfe dir auf. Wie geht's dir? Ach, ging schon mal besser. Was macht eigentlich Bowser hier? Na, was ich hier mache? Das ist meine Kita. Und euer Baby wird Teil unserer Schergenarmee. Niemals, Bowser! Luigi, komm, wir müssen ihn zusammen stoppen. Das ist jetzt echt brenzlig. Machen wir, los geht's! Hey, wartet! Hä?
Peach, was ist denn los? Meine Fruchtblase ist geplatzt. Das Baby kommt. Was? Okay, Luigi, du musst mit Prinzessin Peach schnell ins Krankenhaus fahren. Ich besiege Bowser und komme nach. In Ordnung, Mario. Schnell, Prinzessin, wir müssen ins Krankenhaus. Aber vorsichtig. Ich hoffe, ich kann bei der Geburt meines Kindes dabei sein. Aber jetzt erstmal zu dir, Bowser. Na, warte! Ah, du hast keine Chance. Und weißt du was, Mario? Wir werden nicht hier in der Kita kämpfen. Nein, nein. Wir kämpfen auf dem Lava-Kita-Kometen. Ich werde die größte Kita der Welt besitzen und meine Schergen dort ausbilden. Oh nein, du hast echt immer wieder was Neues vor. Und immer wieder ist das Böse. Ich werde dich stoppen. Nein, nein, nein. So ist es aber nicht geplant. Mario, du gehst mir so auf die Nerven. Und du mir erst, ausgerechnet heute, am Tag der Geburt, musst du solche Dinge tun. Ihr seid doch in die Kita gekommen. Eure Schuld. Nimm das! Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss Bowser so schnell wie möglich besiegen. Sonst verpasse ich, wie mein Baby auf die Welt kommt. Du wirst es nicht nur verpassen, Mario. Du wirst es auch nie zu Gesicht bekommen. Weil ich dich bis dahin besiegen werde. Oh nein. Luigi, beeil dich. Die Wehen treten ein. Ich mach ja schon. Ich fahr so schnell ich kann, Prinzessin. Oh, warte, ich kann nicht so schnell laufen. Na, sag das doch gleich. Dann trage ich dich eben ins Krankenhaus. Mann, oh Mann, oh Mann. Bin jetzt rein mit dir. Warte, warte doch auf mich. Wo ist der Doktor? Schnell! Ich brauche einen Doktor! Das Baby kommt! Hey, wo ist der Doktor? Hey, alle mal herhören! Wir brauchen einen Doktor! Hallo, ist da jemand? Luigi, ich glaube, da ist niemand da! Was machen wir denn jetzt bloß? Geh du mal in den Wartebereich. Ich regel das schon für uns. Okay, danke, Luigi. Oh weh, hoffentlich geht alles gut. Ja, was ist denn das für ein Krach da draußen? Aha, ja, schönen guten Tag. Kleinen Moment, ich schreibe noch kurz eine E-Mail zu Ende. Hören Sie mal, das ist ein Notfall. Können Sie das Schreiben mal bitte unterbrechen? Na, warum schreien Sie denn so? Ach so, Sie sind der neue Bewerber. Ja, ja, wir brauchen einen Hausmeister für unser Krankenhaus. Ich bin kein Bewerber, ich bin hier, weil Prinzessin Peach ihr Baby bekommt. Nicht so laut. Wer schreit, wird von mir ignoriert. Bla bla bla, ich höre sie nicht. Ha, schon besser. Verstehen Sie nicht, dass es jetzt dringend ist? Wir brauchen einen Doktor, um das Baby auf die Welt zu bringen. Ja, ja, okay, ich gehe aber erstmal kurz aufs Klo. Oh, Mama Mia, das wird gar nichts mehr. Peach, komm schnell, wir gehen einfach selber ins Zimmer. Meinst du wirklich? Ja, irgendwie müssen wir ja vorankommen. Schnell, beeil dich! Ja, ich gebe mein Bestes. Oh, weia, schnell da rein mit dir. Okay, ganz langsam, Peach. Wir schaffen das. Ganz, ganz langsam. Da ist das Bett. Direkt hier, beim Babybett. Wo denn, Luigi? Hinter dir, schnell! Ach so. Entschuldigung, ich bin so durcheinander und ich habe solche Schmerzen. Oh, weia. Du schaffst das schon. Luigi, wir haben was vergessen. Wir haben keine Hebamme. Was? Keine Hebamme? Oh nein, Mama Mia! Mario, es ist Zeit für das große Finale. Wir sind hier im Kern des Lava-Kita-Kometen. Und hier wirst du keine Chance gegen mich haben. Wow, das war echt knapp. Er hätte mich fast mit seinen Stacheln überrollt. Na, warte! Komm her, wenn du dich traust. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Und jetzt nimm diese Attacke hier. Und die nächste gibt's hinterher. Mario, Schluss mit den Spielchen. Ich mach dich platt und dein Baby wird Teil meiner Schergenarmee werden. Das garantiere ich dir. Ich muss mich schleunigst beeilen. Das Baby könnte jederzeit kommen und ich bin immer noch nicht im Krankenhaus. Schnell, Bowser, zeig doch, was du drauf hast.
Ich überroll dich. Meine Feuerbälle zeigen anscheinend auch schon Wirkung. Na, warte. Oh, nein, 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 nicht schon wieder. Ja, das ist meine Chance. Nimm das hier. Treffer Nummer 2. Und der letzte Treffer. Nein. Oh. Wie kann das sein? Nein, ich bin doch am Ende zu schwach gewesen. Nein. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Ich hab's tatsächlich geschafft und... Hä? Was ist denn jetzt los? Wow! Ein Powerstern. Der kann mich direkt ins Krankenhaus bringen. Schnell, mein Powerstern. Ich brauche jetzt deine Unterstützung. Flieg mich so schnell du kannst ins Krankenhaus, okay? Nein! Mein Lava-Kita-Komet! Er ist zerstört! Das darf nicht wahr sein. All die Mühen, all die Zeit, die ich hier rein investiert habe, war alles umsonst. Das war doch der beste Plan, den ich jemals hatte. Die Kinder von klein auf böse erziehen, damit sie für das Böse auf der Welt sorgen. Aber ich habe versagt. Ich habe einfach versagt. Und Mario ist schuld. Jetzt aber schnell. Auf zum Stern. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Zusammen mit diesem Stern habe ich die Möglichkeit, in wenigen Sekunden im Krankenhaus zu sein. Und schwupps. Puh, da sind wir auch schon. Hallo? Hallo? Wo ist denn der Doktor? Wo muss ich hin? Hallo? Hallo, Herr Doktor? Herr Doktor? Na, wer schreit denn da schon wieder? Ach so, da bist du also wieder. Und wie ich sehe, hast du dich für das Vorstellungsgespräch umgezogen. Super. Rot steht dir besser als grün. Wovon sprechen Sie hier? Ich möchte zu meiner Frau. Ich möchte zu meinem Kind. Ist das Kind schon da? Einen kleinen Moment, ich hole noch kurz die Unterlagen. Ach, der versteht auch nur Bahnhof, der Typ. Okay, okay. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Oh, ich werde doch ganz verrückt hier. Okay, ich glaube, ich gehe einfach ins Zimmer. Mir egal. Los geht's. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn der fällt, dann schreit er. Fällt er in das grüne Gras, macht er sich die Hosen nass. Luigi, hör auf zu singen. Mein Kleid ist schon nass. Ja, aber Peach, ich dachte, das hilft, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst. Peach, da bin ich, da bin ich. Ist alles in Ordnung? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und ist das Kind etwa schon da? Noch nicht, aber ich glaube, es kommt jetzt. Schnell, wir brauchen eine Hebamme. Oh weh, wo kriegen wir denn jetzt eine Hebamme her? Oh, keine Ahnung, Mario, schnell. Jungs, ich kann nicht mehr. Ihr müsst das Kind jetzt rausholen. Schnell, Luigi, schnell, schnell. Was? Wir sollen das Kind rausholen? Bist du dir sicher, Mario? Geht wohl nicht anders. Na gut, dann mal los. Ich würde es ja gerne rausholen, aber ich sehe nichts. Siehst du vielleicht das Baby? Mamma mia, ich sehe viel zu viel, aber leider kein Baby. Mario, Luigi, das Baby kommt. Wir holen es jetzt raus, Luigi. Okay, ich bin zum Glück Klempner, das kriegen wir hin. Und... Es ist da. Unser Baby ist da. Juhu, ich bin endlich Onkel. Und das Baby kam sogar mit Klamotten auf die Welt. Hier, komm. Hier ist deine Mama. Hier, Peach, unser Kind. Hey, mein Kleines. Du bist jetzt bei Mama. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich bin, Papa zu sein. Und Papa wird bestimmt das erste Wort des Kleinen werden. Ich glaube, dass unser Baby zuerst Mama sagen wird. Das ist doch glasklar. Papalapap. Bis euer Kind das erste Wort sagt, wird noch viel Zeit vergehen. Luigi. Oh Mann, du bist ein wahres Wunderkind. Ich freue mich so sehr, Papa zu sein. Ich freue mich auch sehr, aber wisst ihr, wie hungrig eine Schwangerschaft macht? Was willst du denn essen, Peach? Ich könnte jetzt eine ganze Elefantenfrucht essen. Das ist aber keine gute Idee. Wenn ihr sehen möchtet, wie Prinzessin Peach eine Elefantenfrucht isst und das dann aber bereut, dann tippt mal auf dieses Video. Das wird euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr eine ganze Menge Spaß mit dieser einzigartigen Geschichte hattet und sage, bleibt katztastisch.